Aber ich merke auf jeden Fall, dass mein Herz anfängt, schneller zu schlagen. Der YouTuber Tomatolix hat sich offensichtlich hier mit diesem giftigen Frosch eine Vergiftung zugezogen, indem er Cambo probiert hat. Wir reagieren jetzt auf das Video und ich bin mir sicher, wir können hier wieder einiges an Zusatzinformationen rausholen und wir alle werden jetzt etwas davon lernen, was uns vielleicht zukünftig sogar das Leben retten könnte. Wer weiß, schauen wir es uns mal an. Kurzer Hinweis vorab, in diesem Video wird mehrere Male zu sehen sein, wie ich mich übergebe. Wenn ihr damit Probleme habt, schaut euch das Video lieber nicht an. Na, das, genau deswegen schauen wir es uns doch an. Ich bekomme jetzt Cambo für die Wissenschaft. Schwitzen, Herzrasen, Erbrechen, das sind die Effekte von Cambo, einem Froschgift aus Südamerika. Indigene Völker des Amazonas nutzen Cambo seit Jahrhunderten für ihre Rituale. Mittlerweile wird Cambo auch bei uns immer populärer. Menschen besuchen Cambo-Zeremonien, um ihre Psyche zu reinigen und schwere Krankheiten zu bekämpfen. Cambo ist letztendlich wie eine Dschungelimpfung, ein kompletter Reinigungsprozess. Eine Dschungelimpfung, da hat wohl jemand die Bücher nicht genau gelesen, denn mit Impfung hat das nicht viel zu tun, außer dass du dadurch, dass du den Frosch abstreifst und dir das in eine Wunde haust, wirst du mit einigen potenziellen Krankheitserregern in Verbindung gebracht und das ist vielleicht mit einer Impfung zu vergleichen, aber ansonsten hat das nicht viel mit Impfung zu tun. Die ganze Palette von westlichen Krankheiten deckt es halt auch nochmal ab, also Bluthochdruck, Diabetes, Krebs. Es war so ziemlich die heftigste Erfahrung meines Lebens körperlich betrachtet. Ganz klar, ja, das ist so typisch für diese ganzen alternativen Heilmethoden. Also an und für sich muss ich sagen, ich habe nichts gegen alternative Heilmethoden. Ich bin sogar der Meinung, dass einige der alternativen Heilmethoden extrem wirkungsvoll sind und zu Unrecht vernachlässigt werden. Aber es ist leider auch oft so, dass genau in diesen Bereichen wird immer wieder extrem übertrieben und dann gibt es immer wieder Leute, die dieses eine Wundermittel hier so anpreisen und das hilft dann gegen Krebs, es hilft gegen HIV, es hilft gegen alles Mögliche. Ja? Und das muss man ganz einfach sagen, ist nicht so. Es ist nicht so, dass alles, was die moderne Schulmedizin anbietet, schlecht ist und genauso wenig ist es so, dass alle alternativen Heilmethoden gut sind. Wirklich nachgewiesen ist die medizinische Wirkung von Cambo allerdings nicht. Ich frage mich, warum sich Menschen das antun und wie Cambo eigentlich genau wirkt. Deswegen mache ich das Selbstexperiment und besuche selber eine Cambo-Session in Kolumbien. Ja, das finde ich einen legitimen Grund, wenn er es unbedingt am eigenen Leib erfahren will, warum nicht? In Medellin treffe ich mich mit Jessie. Sie organisiert in Kolumbien Cambo-Sessions und wird mich heute bei meiner Cambo-Erfahrung begleiten. Sergio ist Heiler, er wird die Session mit uns leiten. Was ist bei der Einnahme von Cambo zu beachten? Die Medizin ist sehr sicher, trotzdem muss man vorsichtig sein. Menschen mit Herzproblemen, niedrigem Blutdruck oder die eine Organtransplantation hinter sich haben, sollten Cambo nicht verwenden. Die Medizin ist sehr sicher, ne? Aber wenn du Herzprobleme hast oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Probleme hast, dann solltest du schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber was ist Cambo eigentlich genau? Cambo ist das Sekret des Riesen-Maki-Froschs, der in den Regenwäldern Südamerikas lebt. In der Natur benötigt der Frosch das Gift, um seine Fressfeinde abzuwehren. Damit er das Sekret absondert, spannt man ihn an seinen Gliedmaßen auf, das Gift streift man dann an einem Holzstab ab. Diese Praxis ist umstritten, weil der Frosch dabei einer Menge Stress ausgesetzt wird. Wenn man hier dann dieses Hautsekret abstreift, dann kann die empfindliche Schleimhaut dieses Frosches verletzt werden. Noch dazu kann es sein, dass seine natürliche Hautbarriere zerstört wird. Und das merkt man gar nicht unmittelbar danach, weil nachher lässt man den Frosch einfach wieder frei. Und dann kann es sein, dass er innerhalb weniger Tage eine Infektionskrankheit erleidet, weil seine natürliche Hautbarriere einfach zerstört wurde. Ja? Insbesondere gegen Pilzerkrankungen sind viele Amphibien sehr empfindlich, weil sie halt in der Regel an sehr feuchten Orten leben und ihre Haut auch ständig feucht ist. Gut geht es diesem Frosch nachher nicht mehr. Das möchte ich jetzt einfach mal so formuliert haben. Das finde ich scheiße. Zur Cambo-Session sollte ich nüchtern kommen. Dann hat es damit angefangen, dass ich erstmal 2 Liter Wasser trinken sollte, um später das Erbrechen zu erleichtern. Und ich sage euch, das war wirklich gar nicht so leicht, so schnell so viel Wasser zu trinken. Die Jessie wird jetzt gleich anfangen. Dann kann ich mir das Ganze erstmal angucken, wie es bei ihr so läuft. Und bin irgendwie sehr gespannt, ob ich es dann noch möchte. Oh, das brennt hier sau. Ich
Oh Gott. Ja, das sieht schon gar nicht so angenehm aus. Ja, dann würde ich es unbedingt machen. Welche Wirkung hat Cambo eigentlich? Cambo hat verschiedene Auswirkungen auf den Körper. Unmittelbar führt es zu Erbrechen, Durchfall und eine Art Druck im Kopf. Aber Cambo hat auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Es stärkt das Immunsystem und kann so Krankheiten behandeln. Außerdem hilft es bei Schmerzen und gibt dem Körper Energie. Es wäre ja nicht so, dass es zahlreiche Alternativen gibt, die auch dem Körper Energie geben und bei Schmerzen helfen. Gleich geht's los und ich bekomme Cambo, also ich werde vergiftet quasi. Und ich bin gespannt, wie das sein wird und ein bisschen aufgeregt. Einmal, weil das, glaube ich, das Verabreichen wahrscheinlich nicht so angenehm ist, weil da werden einem einfach ja, Löcher in die Haut gebrannt. Und dann natürlich vor allem dieses Übergeben, weil ich muss zugeben, ich bin kein Fan vom Kotzen. Das ist nicht so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und das jetzt freiwillig zu tun, weiß ich nicht. Oh, da haben wir was gemeinsam. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der Hobby-Kotzmeister, muss ich sagen. Also ich versuche es auch zu vermeiden normalerweise. Aber wenn es mir danach besser geht und ich danach richtig gereinigt bin, dann ist das ja vielleicht wert gewesen. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich möchte mich hier nicht über fremde Kulturen lustig machen und so weiter. Aber es ist schon immer wieder erstaunlich, dass irgendwelche Kulturen irgendwelche Praktiken verfolgen, die der Heilung des Körpers dienen sollen. Und das wird dann von unserer westlichen Welt hier als viel besser als das alles, was die Schulmedizin jemals hervorgebracht hat, angesehen. Und dann wird das in einem Rahmen praktiziert. Und dann sind es oft Leute, die hergehen und sagen, nein, die Medikamente, die mir der Arzt verschrieben hat, die nehme ich nicht, weil da steht ganz klar auf der Verpackung drauf, das kann Nebenwirkungen haben. Ja? Eine verdammte Vergiftung durch eine Phyllomedusa bicolor, das ist dieser Frosch, ja, dieser riesen Maki-Frosch, Phyllomedusa bicolor, das sind auch Nebenwirkungen, wenn ich da nahe Herzrasen habe und nur mehr am Reihen bin. Und es ist zweifelsohne so, dass dieser Frosch viele pharmakologisch aktive Substanzen beinhaltet, die für die Medizin sehr interessant sind. Also da sind morphinartige Substanzen drinnen, die auch hemmend auf Schmerzsignale wirken, die den Stresslevel herabsetzen und so weiter. Aber es ist ein Unterschied, ob ich diese Substanzen dann isoliere und sie einer entsprechenden Dosis dem Körper zuführe oder ob ich mich einfach mit dem Sekret des Frosches komplett vergifte. Als erstes werde ich dir jetzt 6 Punkte in die Haut brennen. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. 1, 2, 3, 4, 5. Tut schon ein bisschen weh, aber es geht. 6. Jetzt entferne ich die erste Hautschicht. Und dann hat er dieses Cambo-Sekret auf diese Punkte getan. Ich merke jetzt schon, dass irgendwas losgeht. Ja, also man sieht, Gift wirkt sehr schnell. Gift wirkt in der Regel innerhalb von Sekunden. Es gibt auch viele Gifte, die nicht so schnell wirken. Das sind dann oftmals auch sehr gefährliche Gifte. Aber ein Tiergift, das der Abwehr von Fressfeinden dient, das wirkt normalerweise immer sofort. Ergibt auch Logik, weil wenn das jetzt erst übermorgen anfängt zu wirken, dann ist der Frosch schon längst gefressen. Das muss sofort wirken. Ich mich irgendwie komisch fühle. Und als er noch damit beschäftigt war, habe ich schon gemerkt, wie es langsam losgeht. Wie mir so warm geworden ist, wie ich so einen Druck irgendwie im Kopf gespürt habe und wie auch so mein Herz irgendwie angefangen hat, ein bisschen schneller zu rasen. Eine ganz wichtige Sache möchte ich hier auch noch gesagt haben. Und zwar, dieses Video soll nicht ein persönlicher Angriff gegen Tomatolix sein. Und ich möchte auch meine eigene Community bitte darauf hinweisen, geht jetzt nicht auf seinen Kanal und hatet ihn durch oder so oder schreibt gemeine Kommentare. Ja, wir wollen hier schon einigermaßen sachlich bleiben. Felix, falls du dieses Video vielleicht sogar persönlich siehst, ich finde, du bist ein sympathischer Kerl, du machst das sonst richtig gut und ich schaue mir deine Videos gerne an, weil ich sie als qualitativ und informativ empfinde. Nichtsdestotrotz möchte ich hier in diesem Video auch eine deutliche Warnung aussprechen, dieses Ritual zu wiederholen oder auch an die Zuschauer es nachzumachen, denn es kann sehr gefährlich sein. Und wie gefährlich es sein kann und warum es so gefährlich sein kann, das werden wir in diesem Video noch sehen. Wie wirkt Cambo genau? Die Hauptwirkung, die ist schon so typisch Opioid, das heißt, einem wird warm, einem geht's gut, Ängste fallen weg, man spürt keine Schmerzen, man wird ein bisschen
döserig. Das Dermorphin ist 30 bis 40 mal stärker als Morphin. Aber das wird halt begleitet von massiven Kreislaufwirkungen, weil halt manche Peptide halt vasoaktiv wirken und die führen halt so zu Schwellungen, Schwindel, auch gewissen Reaktionen mit unseren Organen. Das ist nicht immer ganz so nice. Also das, was der Toxikologe hier sagt, kann ich absolut bestätigen. Vielleicht noch kurz als kleine Ergänzung, er hat dieses Dermorphin angesprochen und das ist eben eine dieser Substanzen im Gift dieses Frosches. Also dieses Gift wirkt auf das sogenannte Prokinetizin-System des Körpers und dieses Prokinetizin-System ist an verschiedenen oder es hat verschiedene Funktionen im Körper. Es erfüllt zum Beispiel eine wichtige Funktion bei der Regulation der Verdauungsorgane, aber auch bei der Entstehung von Entzündungsprozessen und auch in der Entstehung und der Weiterleitung von Schmerzsignalen. Und die Substanzen dieses Frosches wirken eben auf dieses System ein und haben dadurch natürlich auch einen Einfluss auf diese ganzen Prozesse im Körper. Übrigens gibt es Frösche, die ein ähnliches Repertoire an toxischen Substanzen in ihrem Körper haben, auch hier in Europa, und zwar die Gelbbauchunke zum Beispiel. Wenn ihr möchtet, dass ich auf dieses Tier genauer eingehe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann werde ich irgendwann mal in der Zukunft auch ein Video speziell über die Gelbbauchunke und andere toxische Amphibien Europas machen. Wirkt Cambo wie eine Droge? No. Nein, Cambo hat eher physische Effekte. Die Wirkung macht keinen Spaß. Es hat eigentlich niemand Freude an Cambo. Also es erzeugt keinen Rauschzustand. Es fühlt sich so an, als würde jetzt alles anschwellen. Dein Gesicht ist rot. Sehr rot. Deswegen heiße ich Tomatolix. Puh. Das mit dem Rauschzustand stimmt übrigens nicht ganz. Also das kann durchaus einen Rauschzustand hervorrufen, weil es ja, wie der Toxikologe vorhin gesagt hat, es wirkt vasoaktiv. Das bedeutet, dass es hat eine Auswirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Dadurch können zum Beispiel Nervengewebe unterversorgt werden und das kann dann durchaus einen rauschartigen Zustand hervorrufen. Trink viel Wasser. Viel Wasser. Okay, ja, dann habe ich mich irgendwie hingesetzt. Ja, viel Wasser trinken ist bei einer Vergiftung generell empfehlenswert übrigens. Hab irgendwie noch mal ein bisschen weiter Wasser getrunken. Dann ging es schon los, dass irgendwie, ja, ich mich schon so ein bisschen komisch gefühlt habe. Aber ich merke auf jeden Fall, dass mein Herz anfängt schneller zu schlagen. Ah. Ich finde es lustig, dass eben der Typ noch Rauch ins Gesicht bläst. Da bekomme ich schon vom Zuschauen Symptome. Die Vergiftung alleine ist noch nicht, das reicht noch nicht, da müssen wir noch, was ist das, eine Zigarre oder was? Ein bisschen Nikotin dazu, dann zieht es richtig durch. So einen Druck im Gesicht spüre, mir war richtig heiß, mein Herz hat so richtig schnell geschlagen. Dann allmählich auch ein bisschen übel geworden. Am Anfang kam aber irgendwie noch nicht so richtig was raus. Also ich habe dann erstmal weiter Wasser getrunken. Mehr. Welche Risiken gibt es denn bei Cambo? Also es handelt sich ja quasi um eine Opioid-Wirkung mit, ich sag mal, relativ intensiven vaskulären, also gefäßbedingten Nebenwirkungen. Und da treten auf Herzklopfen, Schwellungen im Gesicht, Effekte auf das antidiuretische Hormon, was dann wiederum, ich sag mal, unsere Nierenfunktion beeinträchtigen kann. Ansonsten Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Psychose, also alles Mögliche. Und langfristig gibt es natürlich auch nochmal das Risiko für Leber-, Nieren- und Pankreasschäden. Und was man vielleicht auch nicht verschweigen sollte, es gab auch schon Todesfälle. Okay. Also nicht jeder junge Mensch weiß zum Beispiel, ob er oder sie eine Herzerkrankung hat. Es wäre natürlich ein schlechter Moment, das während einem Campo-Ritual herauszufinden. Es hat aber richtig lange gedauert, bis es dann weiterging. Dem möchte ich noch hinzufügen, es gibt einige Komplikationen, die diese Vergiftung auslösen kann und die sind absolut nicht zu unterschätzen, liebe Freunde, ja. Also das ist wirklich nicht ganz ungefährlich. Das muss man so sagen, wenn du das anwendest, dann riskierst du im Prinzip auch dein Leben. Was sind denn sonst noch so für Komplikationen, die da auftreten können? Zum Beispiel, und das ist auch nachgewiesen, kann es zu einer Ösophagusruptur kommen durch diese starken Brechanfälle, ja.
Durch starke Brechanfälle kann es sein, dass die Speiseröhre aufplatzt oder einreißt. Das nennt man eine Ösophagusruptur. Und wenn das in Kombination mit Erbrechen auftritt, kann es sein, dass es im Bereich der Brust zu einer Infektion kommt und eine solche Infektion kann lebensbedrohlich sein. Eine Ösophagusruptur ist ein medizinischer Notfall, der tödlich ausgehen kann. Dann kann es zu einer sogenannten Hyponatriämie kommen. Eine Hyponatriämie ist eine erhöhte Absenkung des Blut-Natrium-Spiegels. Natrium, das ist ein Element, das wir in uns aufnehmen, zum Beispiel eben mit der Nahrung. Dieses Natrium ist sehr wichtig für den Körper, für verschiedene Vorgänge. Unter anderem ist es zum Beispiel bei der Reizübertragung an den Nervenzellen, an bioelektrischen Übertragungsprozessen beteiligt. Sprich, es spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Die Nervenzellen brauchen Natrium, damit sie miteinander kommunizieren können. Und wenn wir jetzt einen starken Abfall des Blutnatriumspiegels haben, dann führt das zu einer ganzen Reihe von Komplikationen. Es kann zu Problemen im Nervensystem führen, es kann aber auch zu Problemen mit dem Herz führen. Es können in schlimmen Fällen sogar Ödeme im Körper entstehen. Und wenn du richtig Pech hast, entsteht ein solches Ödem in deinem Gehirn und das ist dann auch wieder ein potenziell tödlicher Zustand. Außerdem können diese Symptome, die die Vergiftung durch den Frosch auslöst, länger anhalten. Also normalerweise dauern die 5 bis 30 Minuten, manchmal auch 30 bis 60 Minuten. In selteneren Fällen können sie auch 2 bis 3 Stunden lang andauern. Aber dann können die auch, zum Beispiel gab es einen Fall, die können auch über 22 Stunden lang anhalten. Und die können dann auch zu bleibenden Schäden im Körper führen. Ich habe die ganze Zeit weiter getrunken und wurde währenddessen die ganze Zeit angeraucht. Das hat noch mal so ein bisschen die Übelkeit verstärkt. Ich habe dann weiter getrunken. Ja, dann ging es irgendwann los und ich habe mich das ein oder andere Mal erbrochen. Jawohl. Boah, der hat so eine heftige Vergiftung, dass er sogar Pixel rauskotzt. Boah, und noch mehr Pixel kommen raus. Mein Gesicht ist währenddessen noch so ein bisschen angeschwollen. Gegen was soll Cambo helfen? Personas con VIH. Bei HIV hilft es Menschen, indem es ihr Immunsystem stärkt. Auch Menschen, die eine Chemotherapie zur Bekämpfung von Krebs machen, kann es gegen den Schwindel und die Schwäche helfen. Bei Depressionen hilft es, die Menschen zu stärken und so ihren Geisteszustand zu verbessern. Ich sage immer, dass Cambo hilft, besser mit der Krankheit umzugehen, sie zu ertragen, um so mehr Kraft zu haben, die Krankheit zu bewältigen. Aber nicht in allen Fällen werden die Krankheiten der Menschen geheilt mit Cambo. Gegen Depressionen kann ich mir schon vorstellen, dass es vorübergehend hilft, weil wenn du dir das Gift von so einem Frosch reinpfeifst, dann hast du erstmal ein ganz anderes Problem als deine Depression. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Depressionen verharmlose. Wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken, mehr Energie zu haben und den Körper zu entgiften und die Psyche auf Vordermann zu bringen, da gibt es haufenweise alternative Methoden, die wesentlich weniger gefährlich sind. Es gibt haufenweise verschiedene Heilpflanzen da draußen, die man zu sich nehmen kann, die jetzt das Immunsystem stärken und so weiter. Ja? Und wenn du es ganz einfach haben willst, dann ändere einfach deine Lebensweise. Beachte die drei Grundsäulen der Gesundheit, dann wirst du dich auch energetischer und stärker fühlen und deine Psyche wird besser funktionieren und dein Immunsystem wird stärker sein und alles. Die drei Grundsäulen der Gesundheit: Ernährung, Bewegung, Schlaf. Ernähre dich gesund, achte darauf, dass du ausreichend qualitativen Schlaf bekommst und achte darauf, dass du dich ausreichend bewegst. Und wenn du noch ein Sahnehäubchen obendrauf willst, dann achte darauf, dass du dich nicht zu sehr stresst in deinem Leben. Wenn du diese Sachen machst, dann hast du schon verdammt viel getan für deine Gesundheit und für deine ganze Stärke und für deine Psyche und so weiter. Du musst dich nicht mit einem Frosch vergiften. Ist denn bisher schon irgendeine medizinische Wirkung von Cambo nachgewiesen? Also Cambo enthält sehr spannende pharmakologisch aktive Substanzen, Schmerzausschaltungen in Anästhesien über neue Antibiotika. Da ist wirklich sehr viel Spannendes drin. Aber diese konkrete Mischung in diesen konkreten Ritualen, da gibt es im Prinzip keine Evidenz, dass es wirklich Krankheiten heilt. Was ich mir halt vorstellen kann, ist ähnlich wie bei Ayahuasca-Zeremonien oder auch bei irgendwelchen Trommelritualen oder holotropem Atmen, dass es halt einfach einen psychologischen Effekt hat. Man beschäftigt sich mit sich selbst, schöpft neuen Mut. Sowas kann ich mir natürlich sehr wohl vorstellen.
Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gefahren. Deswegen, also ich möchte das jetzt hier gar nicht irgendwie als Medizin empfehlen. Da fehlen einfach die klinischen Studien. Ich glaube auch, dass es einen Effekt von der psychischen Seite her gibt. Nicht nur, wie der Toxikologe jetzt gesagt hat, dass man halt möglicherweise in diese Euphorie kommt, bedingt durch die Wirkung der Toxine, sondern dass es auch eine Art Placebo-Effekt nach sich zieht. Weil wenn der Mensch davon überzeugt ist, dass ihm das jetzt gerade hilft, dann kann es sehr oft sein, dass es auch hilft. Die Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers, die sind nicht zu unterschätzen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass uns etwas hilft, dann hilft es uns auch sehr oft. Da gibt es ganz spannende Studien, die veröffentlicht wurden, dass da irgendwie epigenetische Modifizierungen stattfinden und so weiter, die dann auch Einfluss auf körperinterne Signalwege haben. Und diese Signalwege beeinflussen dann auch wiederum den gesundheitlichen Zustand. Also der Placebo-Effekt ist jetzt nicht nur etwas, was man sich einbildet, sondern es ist auch etwas, was nachweislich im Körper Veränderungen herbeiführen kann. Und so würde ich mir jetzt auch einen Teil dieser wohltuenden und gesundheitlichen Wirkung erklären. Wie fühlt sich dein Kopf an? Es dröhnt noch so ein bisschen. Das ist perfekt, das ist ausgezeichnet. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Ja. 2 Liter. Ja. Aber ich muss sagen, das Kotzen war ehrlich gesagt ist gar nicht so schlimm. Als irgendwie auch nur Wasser war, hat sich das gar nicht so super eklig angefühlt. Merke ich so, dass irgendwie mein Blut so voll durch den Körper fließt. So. In den Füßen merke ich das so voll. Ah. Ja, geschafft. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt nach dem Ganzen schon ganz gut. Also ich fühle mich belebt, ich bin wach, aber ja, das ist es auch. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Narbe werden, die ich dann ja, mit mir rumtragen muss. So Jesse, wir haben jetzt die Cambo-Session hinter uns. Wie fühlst du dich? Oh Gott, ich bin kaputt. Du bist auf jeden Fall auch noch ganz schön aufgequollen. Genau, ich fühle mich sehr angeschwollen, ich habe noch keine Stimme. Was glaubst du, wie wirst du dich jetzt so danach fühlen langfristig oder wann wird es... Die Effekte genau, also mehr geben. Man bekommt halt immer mehr Kraft und nach dem Essen bekommt man dann richtig Power. Jetzt bin ich natürlich noch ein bisschen down, weil wir jetzt wirklich den ganzen Tag schon unterwegs waren und nichts gegessen haben. Aber dann kommt die Power und dann ist man richtig so fit und man fühlt sich gut und gereinigt und also schon und irgendwann geht das auch wieder weg. Wie lange dauert das? Ein paar Stunden. 2-3 Stunden. Okay, Fazit. Es ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche vergangen, seitdem ich diese Cambo-Session gemacht habe. Die Punkte sieht man auf jeden Fall immer noch so ein bisschen, die verheilen aber langsam. Mal gucken, ob da irgendeine Narbe zurückbleibt. Es ist echt mega schwer zu sagen, ob Cambo irgendwas gebracht hat. Also ich habe mich die Tage danach jetzt auf jeden Fall nicht krass anders gefühlt. Vielleicht, wenn irgendwelche Krankheitserreger in mir drin waren, sind die abgestorben und ich bin nicht krank geworden. Aber das lässt sich halt schwer messen. Ich bin auch unsicher, ob man tatsächlich mit einer medizinischen Wirkung werben sollte, weil so eine Cambo-Session ist schon nicht ohne. Aber solange es Menschen zu helfen scheint, kann man Cambo ja mal weiter erforschen. Ich werde es so schnell auf jeden Fall nicht mehr machen. Weiter erforschen sollte man das Gift dieses Frosches auf jeden Fall, weil es eben diese ganzen pharmakologisch interessanten Bestandteile beinhaltet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die das anwenden und so weiter, vollkommen blöd sind oder sonst was. Ja, also ich hoffe, dass ich hier niemanden auf die Füße trete. Und wenn doch, dann ist es nicht meine Absicht. Aber von meiner Seite aus würde ich davon ganz klar abraten. Giftige Tiere gibt es übrigens auch hier in Europa zur Genüge. Eines davon ist beispielsweise dieser Ölkäfer, der zu den giftigsten Käfern der Welt gehört. Und diesen Käfer kann man auch in Deutschland antreffen. Und wenn du wissen willst, was passiert, wenn du mit seinem Gift in Kontakt kommst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann, tschüss, ne?